Sie mal her. Kommen Sie mal. Wer ist denn Ihr Freund in dem Volkswagen? Hä? Ja, der ist uns gefolgt. Seit wann haben Sie denn den... Oh! Was soll denn das? In den Wagen, du Stück Scheiße! Keine Diskussion! Ich hab ja was zu trinken! Reden Sie und beeilen Sie sich gefälligst, Sie abgefragter Penner! Wir haben verzweifelt versucht, Sie zu erreichen. Wo ist mein gottverdammtes Geld, Sie Penner? Also wir... Die haben das Geld nicht gekriegt, Sie Nullapostel! Die haben das Geld nicht bekommen! Ihr Leben lag in Ihren Händen! Es gibt Grund zur Sorge, Dude. Nein, Mann, nichts ist im Arsch hier. Nichts ist im Arsch? Nein, Mann. Das gottverdammte Flugzeug ist in den Bergen abgestürzt. Oh Mann, wirklich nicht. Wem glauben Sie denn bitte? Diese Kerl... Wir haben das Scheißgeld rausgeworfen. Wir? Ich? Das königliche Wir. Sie wissen schon, wie in den Leitartikeln. Ich habe das Geld abgeliefert, genau wie... Ich habe da ganz bestimmte Informationen, verstehen Sie? Da sind ein paar Dinge ans Licht gekommen. Und haben Sie schon mal dran gedacht, dass anstatt hier rumzuschreien und mir die Schuld zu geben, ach, sehen Sie sich die Scheiße doch mal genauer an. Es könnte doch möglich sein, das Ganze ist viel komplexer. Ich meine, das Ganze ist möglicherweise ist es gar nicht so einfach. Verstehen Sie? Was in Gottes Namen labern Sie da bloß für einen Blödsinn? Ich werde Ihnen sagen, was ich für einen Blödsinn labere. Ich habe Informationen, Mann. Die ganze Scheiße kommt ans Tageslicht. Und Scheiße, Mann. Die hat sich selbst gekidnappt. Natürlich, Mann. Das Ganze ist doch völlig klar. Eine blutjunge, affengeile Braut, um mal in der Sprache unserer Zeit zu bleiben. Sie hat überall in der Stadt Schulden, sogar bei bekannten Pornofilmen. Und das ist ja auch okay. Das ist okay. Okay. Was ich damit sagen will, die braucht Geld. Mann, und natürlich werden Sie sagen, dass das Geld nicht da ist. Ich meine, ist doch klar, die will mehr. Mann, die Torte muss den Motor am Laufen halten. Sind Sie nie auf diesen Trichter gekommen, Mann? Sir? Nein, Mr. Lebowski, auf diesen Trichter bin ich nie gekommen. Auf diesen Trichter sind wir nie gekommen, Dude. Na gut, okay. Sie wissen eben noch nicht so viel von dem neuen Scheiß, also, was soll's. Aber, hey, dafür werde ich ja schließlich von Ihnen bezahlt. Da wir gerade davon sprechen, wäre es vielleicht drin, dass Sie mir meine 20.000 in Cash geben? Ist nämlich so, ich muss noch mal mit meinem Buchhalter sprechen. Kann nämlich möglich sein, dass ich dadurch in eine höhere Steuerklasse rutsche. Brent, geben Sie ihm den Umschlag. Ach, wenn Sie den Scheck schon ausgefüllt haben, geht's auch so. Wir haben das hier heute früh erhalten. Es ist Ihnen nicht einmal gelungen, die anspruchslose Aufgabe, mit der ich Sie betraut hatte, zu meiner Zufriedenheit zu erledigen. Und Sie haben mein Geld gestohlen. Da Sie ohne Reuegefühle mein Vertrauen enttäuscht haben, habe ich keine andere Wahl, als diesen Ganoven zu sagen, dass sie alles Nötige unternehmen sollen, um sich ihr Geld wiederzuholen. Und zwar von Ihnen, Jeffrey Lebowski. Und mit Brent als meinem Zeugen werde ich Ihnen noch Folgendes sagen. Jedes weitere Leid, das meiner Bunny zugefügt werden sollte, werden Sie 10-mal so stark zu spüren kriegen. Bei Gott, Sir. Einen weiteren Zeh werde ich nicht ertragen. I hear the cottonwoods whispering. Das war nicht Ihr Zeh, Dude. Wessen Zeh war es dann, Walter? Woher soll ich das wissen? Ich weiß aber genau, dass nichts darauf hinweist, dass es... Was ist mit dem Nagellack, Walter? Bitte, Dude. Also, ob es schwer ist, Nagellack zu besorgen und irgendjemand anderem auf dem Zeh zu... Jemand anderem? Woher zum Geier sollen die denn... Brauchst du ein Zeh? Ich besorg dir ein Zeh. Glaub's mir. Es gibt genug Möglichkeiten, Walter, von denen wirst du bestimmt nichts wissen. Walter, ich besorgte bis heute Nachmittag um 3 ein Zeh mit Nagellack drauf. Diese bekackten Amateure. Walter. Die schicken uns ein Zeh und wir sollen uns jetzt vor Angst in die Hosen pissen. Gute Güte. Walter, was ich damit sagen will, die werden ist, sie töten, verstehst du? Und dann werden sie mich töten. Dude, das ist nur Stressgequatsche, kapierst du? Also bis jetzt haben wir nichts weiter. Jedenfalls, so wie ich das sehe, ist eine Reihe von Verbrechen ohne Opfer. Und was ist mit dem Zeh? Vergiss doch mal den bekackten Zeh! Entschuldigung, meine Herren, könnten Sie sich etwas leiser unterhalten? Dies ist ein Familienrestaurant. Oh, bitte, Schätzchen.
Zu Ihrer Information, der oberste Gerichtshof hat jede Einschränkung der Redefreiheit für ungesetzlich erklärt. Es geht um den ersten Zusatz der Verfassung. Sir, wenn Sie sich nicht beruhigen, dann muss ich Sie leider bitten zu gehen. Lady, ich hatte Kumpel, die mit dem Gesicht im Sand krepiert sind, damit Sie und ich hier in Ruhe unseren Kaffee trinken können. Ich hau ab. Hey, Dude, lauf doch nicht weg, Mann. Komm schon, das hier geht uns alle was an. Hier geht's um die Grundrechte. Ich bleibe. Ich trinke erst meinen Kaffee aus.